Der Pferdefleischskandal sowie der einhergehende Etikettenschwindel haben in letzter Zeit für große Empörung gesorgt. Am Bauernmarkt, am Ländplatz sowie für Supermarktketten fragen wir nach, inwieweit diese Vorfälle das Konsumverhalten der Annenviertler verändert hat. Die Leute werden bewusster beim Einkaufen. Und sind es auch mehr geworden? Na, mehr kann ich nicht sagen. Was würden Sie den Kunden empfehlen, die auf den Spruch drin ist, was draufsteht, nicht mehr vertrauen können? Am Bauernmarkt ist eigentlich das drin, was draufsteht. Stellen Lebensmittelketten eine Konkurrenz für Sie dar oder für den Bauernmarkt generell? Eigentlich nicht. Wer bewusst sich ernährt, der kommt am Bauernmarkt. Hat sich Ihr Kaufverhalten durch die Skandale in letzter Zeit verändert? Genau weiß ich nicht, weil ich schaue oft auf dem, komme auf den Baumarkt, also Bio kaufen und so, weil selbst bin ich in Land ausgewachsen und ich passe auf. Ich versuche immer regionaler einzukaufen, auf Bauernmärkten, in Bioläden. Und ist Ihnen also wichtig, woher Ihre Produkte kommen? Ja. Und sind Sie auch bereit, für Qualität tief in die Tasche zu greifen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das muss man. Ich glaube, gutes Essen muss wieder mehr wert werden. Na, wer am Markt geht, geht am Markt und der nicht geht, geht nicht. Weißt du, das haben wir im Skandal nichts drin. Ja, nein, so ein Pferdl ist ganz gesund, muss ich sagen. Schmeckt ganz gut. Und bei den Schweinen bin ich, jedes tote Schwein ist ein erlöstes Schwein. Darum esse ich so viele Schweine wie möglich. Ortswechsel. Wir befinden uns jetzt am Ländplatz vor großen Supermarktketten. Hat sich Ihr Käuferverhalten durch die Skandale in letzter Zeit verändert, zum Beispiel den Pferdefleischskandal? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist es alles gleich geblieben. Ich schaue schon ganz genau, was auf der Verpackung steht. Und Etikettenschwindel, da kann man, glaube ich, da ist man sowieso, glaube ich, hilflos ausgeliefert. Wir haben uns mit dem gar nicht so befasst. Und wie gesagt, also wir haben uns eigentlich in keiner Form verändert. Ein kleiner Einblick in das Konsumverhalten der Annenviertler. Es wird sich zeigen, wie viele Lebensmittelskandale noch aufkommen müssen, bis auch die großen Konzerne Wert auf die Nachhaltigkeit ihrer Produkte legen.